Was geht ab? Ladies and Gentlemen, willkommen bei Modern Gent. Mein Name ist Okan, ich bin ein Fashion-Blogger auf Instagram. Und nun, nach über 2 Jahren, ist endlich Zeit für mich, das Ganze mal auf YouTube zu übertragen. Mit dem Ziel, so viele Leute wie möglich für Fashion zu inspirieren und einfach jedem so viele Styling-Tipps wie nur möglich zu geben. Einige von euch werden mich jetzt gar nicht kennen, denn ich bin eben neu auf dieser Plattform. Deshalb mal ein paar Bilder so zu meiner Arbeit auf Instagram. Und da könnt ihr natürlich mehr sehen. Aber vor allem bin ich ein Fashion-Blogger und seit kurzem mache ich auch natürlich Fitness. Und auf diesem Kanal wird es hauptsächlich um Fashion gehen, aber auch Lifestyle und Fitness. Und heute geht es mit meinem Video um 8 Sommer Essentials, die meiner Meinung nach einfach Must-Haves sind, die dein Styling deutlich verbessern werden, und ich persönlich genieße die auch sehr. Deshalb möchte ich die einfach mit dir teilen, in der Hoffnung, ich kann dich inspirieren und dir einfach ein paar Tipps geben. Und deshalb würde ich mal gleich sagen, wir starten gleich los. Alles klar, Essential Nummer 1, Cuban Shirts. Meiner Meinung nach sollte man sich im Sommer etwas farbiger anziehen bzw. auch den Sommer repräsentieren, und deshalb passen Cuban Shirts einfach perfekt dazu. Ich persönlich mag es gar nicht, mich dunkel anzuziehen bzw. mit sehr Schwarztönen. Deshalb zeige ich euch mal 2 Varianten, die meiner Meinung nach einfach nur perfekt aussehen und einfach zu Sommer passen. Hier haben wir mal ein Cuban Shirt in Rot. Das ist von Pull&Bear. Es war ganz, ganz billig. Habe ich, glaube ich, für 12 Euro oder so bekommen. Und das ist von Quizman aus England. Und solche Shirts sind für diesen Sommer ein Must-Have und auch sehr, sehr trendy. Das Gute ist einfach, man kann solche Shirts sehr casual kombinieren, natürlich auch Street, aber vor allem auch elegant. Was ich persönlich am meisten liebe, und einige von euch werden mich vielleicht auf Instagram kennen, ich liebe diesen Gent-Style, diesen Gentleman-Look, und mit solchen Shirts kann man einfach so gute Outfits kreieren. Deshalb meine Empfehlung für dich: Du solltest auf jeden Fall 3 oder 4 von solchen Shirts haben. Das sind Cuban-Shirts, einfach Blumen-Shirts, die kurzärmelig sind, und das Schöne ist einfach, diese Shirts sind sehr dünn geschnitten, man erkennt das sofort, das bedeutet, die sind sehr atmungsaktiv und auch etwas in die Breite geschnitten. Das bedeutet, du kannst dich frei bewegen, atmungsaktiv, du schwitzt nicht, und die sehen mega stylisch aus. Essential Nummer 1, Cuban Shirts. Tipp Nummer 2 bzw. Essential Nummer 2 sind Halbschuhe. Hier hast du die elegante Version, die sieht auch mega schön aus für die Leute, die sich für den eleganteren Style interessieren, ich persönlich auch, aber dieses Jahr sind einfach diese Sneaker-Loafer, nenne ich die, das sind so Sneaker-Halbschuhe, ist einfach ein Mix davon, einfach der Hammer und vor allem der Renner. Und das Schöne ist einfach, die kannst du auch sehr elegant kombinieren, die sind eher für den eleganteren Stil, die kannst du aber sehr elegant, casual, street geht noch so, aber eher so in diesem Bereich casual und elegant, was einfach nur wunderbar aussieht. Ich bekomme sehr viele Komplimente für diese Schuhe, denn nicht viele Leute haben die. Die sind nicht so beliebt, und es ist ja auch umso interessanter, wenn du sie eben hast. Also meine Riesenempfehlung sind diese Schuhe und natürlich auch solche Halbschuhe, ja, wer eleganten Style liebt. Die aber am besten einfach beide, dann hast du genug Kombinationsmöglichkeiten für die Zukunft. Meine Essential Nummer 2 für diesen Sommer, Halbschuhe. Alles klar, dann gehen wir weiter auf Essential Nummer 3, und da haben wir eine etwas elegantere Jacke. Ja, ich habe hier 2 Optionen für dich. Hopp. Einmal haben wir hier so eine elegante Leinenjacke, und was eben so interessant ist, diese Jacke haben auch nicht viele, denn die ist vom Stil her etwas neuer, würde ich sagen. Ich sage immer so, das ist eine typische Safari-Jacke, weil die Knöpfe hier etc., das passt einfach perfekt. Und der Grund eben, wieso ich diese Jacke als Essential Nummer 3 nehme, ist einfach der Grund, ich lebe in Österreich, du wirst eventuell in Deutschland leben oder auch in der Schweiz. Wir haben da noch nicht mal jeden Tag 30 Grad. Wir leben so in einer Region, wo es nicht ständig so warm ist. Deshalb ist diese Jacke einfach nur perfekt, denn die ist aus Leine. Das bedeutet erstens sehr atmungsaktiv, und zweitens, die sieht einfach mega stylisch aus. Und beige ist eine richtig schöne Farbe, und die kannst du am besten bei Nacht kombinieren. Aber auch da, wo es etwas kälter sein sollte, ja, da passt die Jacke einfach perfekt. Am besten 2-mal die Ärmel hochkrempeln, da sieht das Ganze einfach nur stylisch aus. Siehst du hier. Ansonsten habe ich hier noch eine 2. Option für dich, und das ist eben für die Leute, die es etwas eleganter mögen. Da haben wir eine Double-Breasted Blazerjacke, und das Schöne ist, die besteht auch aus Leine und ist natürlich sehr, sehr elegant. Die kannst du mit Jeans kombinieren, die kannst du mit Chinos kombinieren, sogar mit Shorts, absolut kein Problem, weil die eben so eine lässige Blazerjacke ist, die zwar eleganter ist, aber sich dennoch sehr casual kombinieren lässt. Mein Tipp ebenso für dich: Diese schöne Jacke, die hat so schöne braune Striche, und das sieht einfach nur herrlich aus, wenn man die kombiniert. Und ich bekomme da ebenso sehr, sehr viele Komplimente dafür. Also 2. Variante haben wir sowas für die Leute, die sie eleganter lieben. Und ebenso Link in der Beschreibung, wenn du dich dafür interessierst. Essential Nummer 3. So, nun geht's weiter. Essential Nummer 4, und das sind einfach mal
weiße Hosen. Viele mögen sie, viele auch nicht. Ich weiß auch nicht warum. Ich persönlich liebe sie und weiße Hosen sind einfach typisch Sommer. Die repräsentieren einfach den Sommer und die kannst du mit allen möglichen kombinieren. Ich könnte jetzt auch mit diesem Hemd hier kombinieren. Das ist so ein Pink Hemd. Stripe natürlich mit weißen Strichen, ebenso auch pinken. Deshalb wird die einfach perfekt passen und darunter zum Beispiel braune Schuhe. Das sieht einfach nur hammermäßig aus und das Schöne ist, du hebst dich deutlich ab. Denn eine weiße Hose haben zwar einige Leute, ziehen weniger an und deshalb passt die perfekt. Ich persönlich ziehe sie am liebsten an, wenn ich zum Beispiel irgendwo ans Meer fahre oder mal am See. Da passt das einfach perfekt. Wo es einfach etwas sommerlicher ist, da kann man ständig so eine schöne weiße Hose kombinieren. Und die ist von Hackett London. Ich habe Nummer 31, also könnt ihr gerne dort abchecken. Wenn ich den Link finde, habe ich den natürlich in der Beschreibung, kannst du es gerne abchecken. Mein Essential Nummer 4. Dann haben wir Essential Nummer 5. Ja, 5. Und das sind einfach Stripe Shirts. Ich habe ein Stripe Shirt an. Ich zeige dir eine zweite Variante, die es auch gibt. Und da gibt es noch eine andere, wo die Striche sogar noch dünner sind. Aber das ist so die Sommerversion. Typisch Sommer. Noch typischer, ja, die Striche sind etwas breiter und am besten noch aus Leine. Das hier zum Beispiel von Taylor Store und das Schöne ist einfach nur, die sehen super sommerlich aus. Die sehen super sommerlich aus. Am liebsten habe ich sie natürlich farbig, so wie hier zum Beispiel hell pink. Passt perfekt, man kann sie unterschiedlich kombinieren. Auch da hast du natürlich viele Optionsmöglichkeiten, wie du sie am besten kombinieren kannst. Ich zeige dir mal hier ein paar Inspirationen. Aber mein Essential Nummer 5 für diesen Sommer sind auf jeden Fall Stripe Shirts. Und es ist echt eine Riesenempfehlung für dich. Wenn du noch kein Stripe-Shirt hast, wo die Striche etwas dicker sind, empfehle ich sie auf jeden Fall. Ansonsten kannst du mal bei Taylor Store nachsehen. Das sind handgemachte Shirts, echt wunderschön. Ansonsten ist das hier zum Beispiel von H&M. Das kannst du dir natürlich auch sehr gerne ansehen. Essential Nummer 5, Stripe-Shirts. So, Essential Nummer 6 und da haben wir jetzt natürlich Shorts. War ja auch klar, ist ja auch typisch Sommer, da gehören einfach Shorts dazu. Da habe ich auch nicht viel zu sagen, aber da geht es jetzt diesmal nicht um diese einfarbigen Shorts, ja diese Standard beige weißen Shorts oder auch um die Jeans Shorts. Diesmal geht es eben um diesen karierten Shorts, die einfach nur sehr anders aussehen und auch mega stylisch sind. Die karierten Shorts sind generell sehr, sehr beliebt, beziehungsweise die Hosen und deshalb sind die Shorts umso beliebter überhaupt für diesen Sommer. Die kann man wunderschön mit weißen Sneaker kombinieren, ja, das sieht das einfach am besten aus. Die elegantere Version mit diesen Shorts würde ich natürlich nicht empfehlen, da würde ich eher einfarbige Shorts nehmen. Das ist eher so dieser Street-Look, würde ich mal sagen, Street-Casual, was man mit weißen Sneaker am besten kombinieren kann oder auch mit schwarzen Sneaker, siehst du natürlich hier. Und deshalb eine riesendicke Empfehlung für dich, karierte Shorts und Link eben in der Beschreibung auch, wenn du dich dafür interessierst. Für diesen Sommer riesengroße Empfehlung, Shorts. Jetzt haben wir natürlich Essential Nummer 7 und das ist so zwei in einem, da mache ich einfach zwei Essentials. In ein Essential ist auch gut, geht natürlich schneller. Da haben wir jetzt einmal Parfums. Parfums sind sehr, sehr wichtig zur Sommerzeit und das Wichtigste ist einfach, dein Parfum sollte der Jahreszeit entsprechen. Hier habe ich zwei Optionen für dich, die sehr, sehr sommerlich sind. Das ist mal die günstigere Variante, das ist von Baldessarini. Ich hoffe, ich lese das richtig, Ambré. Ich weiß nicht, ob du das lesen kannst, aber eine riesen dicke Empfehlung. Hier hast du mal die Duftnoten, ja. Es ist eine riesen Empfehlung für dich, das ist so ein Sommerduft, einfach nur unglaublich, das wird dir definitiv mehrere Türen öffnen, sei es Frauen, sei es bei der Arbeit etc. Du wirst sehr viele Komplimente dafür bekommen. Und die zweite luxuriöse Variante haben wir von Rocha, das ist Elysium, das kostet glaube ich 240 Euro, ist auch ein heftiges Parfum. Heftiges Parfum habe ich am liebsten, wenn ich einen Anzug anziehe und das habe ich ja so bei Casual Outfits. Aber meine Riesenempfehlung für dich, weil einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis so gut passt. Ambré, ich hoffe, ich lese das richtig, von Baldessarini, eine riesengroße Empfehlung für dich und ich bin mir sicher, du wirst dieses Parfum einfach lieben. Link in der Beschreibung, check's einfach ab. Meine Empfehlung für dich, die richtigen Sommerparfums für den Sommer ist einfach ein Ding, weil Parfums haben eben unterschiedliche Düfte und zu Sommerzeiten gibt es eben die Sommerdüfte und bei Winter hat man die Winterdüfte und so weiter. Und eben riesendicke Empfehlung für dich, wenn du dich dafür interessieren solltest, Parfums. Zweites Essential sind natürlich Accessoires. Es wäre sehr, sehr schade, wenn zum Beispiel hier kein Accessoire wäre, hier ein Ring fehlen würde. Überhaupt zu Sommerzeiten ist es so ein typisches Ding, wenn man einfach ein paar Ringe hat. Das ist einfach typisch Sommer und eine schöne Uhr. Das ist einfach eine schöne Kombination in meinen Augen und das gibt dir einfach ein Upgrade. Das ist unglaublich. Du siehst vollkommen anders aus, wenn du Accessoires hast, wenn du einfach dein Handgelenk da nicht einfach nichts hast,
sondern einfach mal ein paar Accessoires, können auch zwei, drei Accessoires sein, überhaupt kein Problem, solange die Farbkombination passt, solange einfach der Stoff passt. Und sehr, sehr wichtig, eine wunderschöne Uhr, die ein bisschen aussagekräftiger ist, denn ich bin so der elegante Typ. Ich mag es einfach, wenn meine Outfits aussagekräftiger sind. Deshalb habe ich hier zum Beispiel eine Tommy Hilfiger. Ist echt eine wunderschöne Uhr und das ist einfach so, wie wenn du zum Beispiel Salz zu deinem Essen hinzufügst oder zum Beispiel scharf, würde auch gehen. Ja, ist einfach dasselbe. Ist halt definitiv ein Upgrade. Es wäre sehr schade, wenn du kein Accessoires hast. Also mein Tipp für dich, Essential Nummer 7, bitte verwende Accessoires. So, dann haben wir auch schon Essential Nummer 8 und das sind einfach mal Strohhüte. Viele, viele Leute vergessen einfach, wie viel Potenzial sie liegen lassen, wenn sie so einen Strohhut nicht aufsetzen, denn das ist einfach nur typisch, typisch Sommer. Du siehst auch sofort, das passt einfach mit diesem Hemd zum Beispiel, weil das Hemd schon so sommerlich ist, indem einfach die Farben passen und dann noch ein Hut drauf. Das sieht einfach sehr geil aus. Die Hose würde ich zum Beispiel ändern, da würde ich eine hellere Hose nehmen. Ist aber auch kein Ding. Hier habe ich eine andere Farbe, die zum Beispiel mehr passen wird. Und Strohhüte sind so eine Sache, die tragen nicht viele Leute. Und wenn das eben jemand aufhat, sieht das sehr, sehr sommerlich, aber vor allem sehr stylisch aus, was dein Style deutlich, deutlich verbessern wird. Strohhüte, eine riesen Empfehlung für dich. Das habe ich zum Beispiel vom H&M. Beide sogar, die waren im Sale. 5 Euro je Hut ist nicht viel und das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Wenn du auch mal faul sein solltest mit den Haaren, passiert mir auch manchmal, da komme ich mit einem Strohhut anstatt einer Kappe, denn das ist deutlich sommerlicher zu dieser Jahreszeit. Riesengroße Empfehlung, Strohhüte, denn du wirst auf jeden Fall besser aussehen. So, das waren jetzt auch meine 8 Essentials für diesen Sommer. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren. Ich hoffe, du konntest etwas dazulernen. Bestimmte Kombinationsmöglichkeiten, was auch immer. Wenn dir das Video gefallen hat, bitte dann lass doch einen Daumen nach oben. Teile dieses Video mit deinen Freunden, damit wir die ebenso inspirieren können. Und ich freue mich schon sehr, wenn ich mehrere Videos machen kann und wir gemeinsam eine riesen Community aufbauen. Also, pass gut auf dich auf und ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Meine 8 Essentials für diesen Sommer. Mach's gut.